Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush Notificatinen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Tears of the Kingdom. Es wird nun Zeit, dass wir uns zum dritten Schrein begeben und ich habe schon mal die Freiheit genommen, mir hier ein Floß zu erstellen. Sieht doch gut aus, oder? Also so ein Floß mit ja, Windmotorik. Also schalten wir ein! Oh, das braucht ganz schön viel Energie hier. Dann würde ich sagen, du würdest eins davon lieber in die Mitte. Wie so gedacht. So. Das passt. Und das andere tun wir dann weg. Aber vorher reden wir mal mit denen hier. Kein einziges Erflöße mit dem Mann, das Ufer. Hat ist mir intakt, das ganze Turbentrieb muss ruhen. Ich werde hier Materialien ans andere Ufer transportiert. Das einzige Gute ist, dass die Sonarbauteile noch unversinnt. Sind Sonarbauteile? Ah, du bist da nicht vertraut mit Sonarbauteilen. Sie sind hier bei uns unverzichtbar im Alltag. Lass mich das genau erläutern. Ein grünes Objekt wie dieses sind Sonarbauteile. Diese etwa nennt man genau einen Ventilator. Versetzt man einen Hieb, beginnt es Wind zu erzeugen, vielfältig und vorteilhaft. Es gibt etliche verschiedene Sonarbauteile, die allerlei unterschiedliche Zwecke dienen. Der Einsatz von Sonarbauteilen erfordert gewisse Mengen Energie, daher benötigst du eine Batterie. Oh, du hast bereits eine, das freut mich sehr. Lass mich dir zu sicher trotzdem noch rasch erläutern. In Batterien steckt nötige Energie, um Sonarbauteile nutzen zu können. Wird gerade kein Sonarbauteil genutzt, so füllen sie sich ganz und selbst wieder mit neuer Energie. Nutze sie nur nicht allzu ungedacht, sonst geht dir mitten in gebrauchte Energie aus. Verzeiht die Abschweifung, kurz und knapp steht fest, dass wir einen Fluss benötigen. Sonarbauteile sind ausgesprochen praktisch, sehr kreativ und dann beherrscht du den Umgang mit ihnen nur. Wird schon schief gehen. Wissen beschädigt, ich kann sie nicht reparieren, daher werde ich vorerst ruhen. Doch wenigstens Sonarbauteile unversehrt. Wann werde ich darüber nachdenken, wie die Flüsse repariert werden können? So sind da entweder Reparaturen haben, dann bitte verwende Sachen, die der Mond verfindest. Ja, wir haben ja bereits was repariert, ne? Die Flüsse haben Schirrschirren erlitten, ob wir sie reparieren können. Ich werde die Nacht ruhen verbringen, um das Problem im Mond in Angriff zu nehmen. Na schön. So, aber jetzt erstmal. Das tun wir. Raus hier! Wir brauchen nur ein einziges. Ich meine, wir können natürlich diese Energiezellen auch nutzen, um die Batterie wieder aufzufüllen, aber. So, weiter hinten. Sodass es ein bisschen besser passt. Hey! Verbinde das auch bitte. So, jetzt passt es. Gut, dann werde ich jetzt mal ins Wasser befördern. So. Unser Boot ist bereit. Dann mal los. Ja, damit sind wir schon rasch unterwegs. Und brauchen nicht allzu viel Energie. Halt. Vielleicht hätte ich auch was mitnehmen müssen hier. Warte mal. Brauchen die da drüben zufällig ein und so ein Bauteil? Ja, dann muss ich leider wieder zurückfahren. So, und Schluss. Wir sind da. Immer wieder Sputtlinge. Gib das her. Oh. Und eine Ausdauerknolle. Oh, du bist ja richtig unterwegs. Dass du dieser Stunde diesen Bergpfad des Häusers so unterwegs haben, bewege dich still. So wie das Terrain von dir verlangt. Ich habe einen Leitfaden zum Bewältigen des Bergpfades der Sonne. Möchtest du dir darüber fahren? Oh ja, bitte. Sehr gut, also dann. Feuer ist nahezu unerlässlich zum Bezwingen des Pfades. Es dient zum Kochen und hält den Körper warm. Wie mache ich Feuer? Wähle Feuerstein als Grundlage, um Feuer zu entfachen. Lege einen Feuerstein auf oder neben dem Bündel Holz. Schlag ihn dann mit einer harten Waffe aus Metall oder Stein. Es gibt noch weitere Arten, wie ein Feuer zu entzünden. Noch einfache Methoden sind einfaches auf den Nützlichsten. Möchtest du das Kochen erfahren? Danke, weiß ich schon, wie es geht.
Ah. So, und da sind auch schon Feuersteine bereit. Und ist es ein Kochlöffel? Und der Grund, warum ich so schleiche, ist, ob dann vielleicht beim Baum noch ein weiterer Ausdauerkäfer zu finden ist. Denn ja, ich habe nämlich offscreen über den Höhlen habe ich ein bisschen geguckt und da habe ich, da ist mir tatsächlich hier der kleine Ausdauerkäfer begegnet. Ich habe mich angeschlichen, der ist an einem Baum gegangen, ich habe mich angeschlichen und habe mir geschnappt. Ja. Na schön, dann sammeln wir mal alles ein, was da liegt. Das ist ein verrostetes Schwert. Hm. Ich wollte dich die Steinaxt zu mir nehmen. So, wieder jede Menge Pfeile. Ich müsste eh sowieso jetzt einiges wieder in Medizin kochen. Also, dann würde ich sagen, nutzen wir den Feuerstein hier. Hm, für Materialien. Oh! Okay. Ja, so kann man es auch machen. So. Jetzt. Ja, ich habe die Steinaxt aus Stein und BAM! Oh, das fängt natürlich auch Feuer. Aber wir sind bereit, wieder zu kochen. Wir können sogar den. Wir können sogar übernachten an so einer Feuerstelle. Aber das brauchen wir jetzt nicht. So. Ja, wir könnten sogar Eicheln nutzen. Haben wir auch noch nicht. Und Eier volle dem! Ei mit einem Stück. Mit ein paar Stücke Fleisch. Und Pilze. Mal schauen, was wir daraus Feines kreieren können. Fleischspieß. Ja. Erstmal das normale Heilungsgegenstände hier. Wir sollten dann auch wieder was Feuriges herstellen, damit wir auch durch die Winterlandschaft kommen. Vielleicht nehme ich mal Eier hier. Mit einer Eichel. Das Ausdauerzeug tun wir später nehmen. So, und ein Apfel. Leckeres Omelette. Ein simples Gericht, bei dem ein frisches Ei gebraten wird, bis es die typische Form erhält. Super. Haben wir wieder was Feines kochen können. Und hier haben wir noch Kochobst. Was Gewöhnliches. Und vielleicht jetzt nur Fleisch hier nehmen. Um einen leckeren Fleischspieß herzustellen, der auch wirklich viel heilt. So, aber jetzt wird es Zeit für was Feuriges. Wo haben wir denn hier die Feuerfrucht? Die kann man auch zum Kochen nutzen, wie es scheint. Mit Äpfeln. Und ein Loderkochobst. Oh, Moment. Was? Bei Hitze Feuerangriff. Erhöht die Angriffskraft bei Hitze 1, ein süßer. Den Haufen Obst zusammengekocht wird, aber Moment. Bei Hitze wird die Angriffskraft erhöht. Also es ist hier... Ich dachte, das wird praktisch wieder eine... Froschschutzmedizin aufbauen, uns damit erstellen können, aber... Anscheinend nicht. Jetzt, das war jetzt mein letzter Chill-Shoot. Ich hoffe, es sind wieder welche gespawnt dann da drüben, wo hin wollen, nämlich beim Wintergebiet. Okay, haben wir noch ein scharfes Chili-Fleisch. Gut, wir haben genug gekocht und jetzt, Ich meine, wir könnten den Prügler damit verbinden. Versuchen wir es mal. Oh ja, plus 5. Es sieht schon merkwürdig aus. Es sieht eher aus wie ein Speer. Mit einer scharfen Spitze dran. Und es ist bereits Tag. Oh. Ist da ein Insekt dran? Nö. Aber wir bekommen wenigstens wieder Ausdauerlänge. So, es gefällt mir immer. So. Jetzt gehen wir mal hier hin. Ja, weißt du, schaffen wir es auch so dann zum Schrein. Weil die Richtung stimmt da eigentlich, aber... Ach. Ich weiß nicht, ob wir direkt hochkommen können hier. Ich meine, ich hätte mir auch Ausdauermedizin herstellen können, aber... Dafür habe ich noch nicht genug Ausdauerlinge. Kommt mir so vor. Oh, wir haben diesmal einen ganz großen Schleim. Oh!
Puff. Den konnte ich gerade noch entgegenwirken. Oh. Hey, du gehörst mir. Hab sie. Sehr schön. Hm. Möglicherweise kommen wir dadurch auch zum Schrein? Oder zum Wintergebiet? Hm. Also hier ist noch eine Höhle. Da haben wir wieder was zu erkunden. So, diesmal wieder langsamer fortbewegen. Oh. Hier ist wieder eine Lagerstelle. Oh oh, das sieht mir wieder nach einem härteren Feind aus. Aber die bewachen wieder eine Truhe. Hm. Der entdeckt mich von hier aus. Es wird nichts. Ich muss einen anderen Weg finden. Hey, der würde mich von hier aus sehen. Besser mal schnell auf die andere Seite. Vielleicht bringt das etwas mehr. Vielleicht klettere ich mal ein bisschen hoch. Wenn es das bringt hier. Ich meine, ich müsste da hochkommen, ne? Das geht sich aus. Da könnte ich sie von der anderen Seite aus überraschen. Ich will es jetzt ein bisschen gestealthter angehen, auch wenn ich kein Stealth-Fan bin. Ich will es probieren. Also wie ich das sehe, kommen wir bald zum Wintergebiet wieder, ne? Und wir haben noch keinen Winterwams erhalten. Oha. Da können wir einen Minenwagen herstellen. Oh nein, die Geflügel. Das könnten wir alles auch kombinieren. Oh mein Gott, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Das ist geil. Guck sie seine Hand. Das ist doch... Epic. Was? Was ist das? Das ist doch eine... No! Das ist so eine Kapselmaschine, oder was? Was? Ist das... Das ist doch eine Kapselmaschine. Ist das... Was? Und was kommt da bitte schön raus? Ach, der will auch zu seinem Freund. Wo ist der? Da drüben? Wir haben noch... Also, es ist nicht der einzige Croc, der so ist. Es gibt noch weitere, die solche Probleme haben. Aber dafür bekommt man gleich 2 Croc-Samen von ihnen. Na schön. Wir helfen ihnen gleich. Vorher gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Aber ich möchte eigentlich die Roboter jetzt bekämpfen und den Schatz von ihnen kriegen. Hier ist außerdem noch so ein Schwebe... So können wir mal runter da. Ja. Na, ich drücke A bitte. So, ich will jetzt diese Roboter unbedingt bekämpfen. Ich würde mich doch irgendwie festhalten. Da geht eine weitere Mahlzeit hin. Schau ich, dass ich wirklich das Kleinste nehme. Kochobst. So, schon besser. So. Ja, hier können sie mich nicht sehen. Hier kann ich sie von hinten überraschen. Allerdings, der eine ist ein bisschen aufgestellt. Nein, was? Sie haben mich schon gesehen? Oh nee, und die haben einen Anführer, der mich one-hitten könnte. Shit, daneben. Au! Oh! Shit! Da geht mein Omelette hin. Bisschen Bewegung bleiben. Oh, der wirft mich mit Fässern. Ja, toll. Ach no! Yes!
Was? Hedgehog? Oh nein, und da trifft er mich mit ins Fass. Ach, der will mich von hinten angreifen, hä? Gut, ich lenke ihn am besten weiter weg von den anderen. Sehr schön, der ist schon mal down. Hahaha, nice one. Ach. So, habe ich wenigstens das Fass aufgekriegt. So viel zu meinem Prügler. Aber jetzt mache ich wieder Platz für eine weitere Waffe. Ich habe tatsächlich noch eine Route. Die kombiniere ich dann am besten mit, achso, ich kann... Ach doch, meine Alpha-Kree klingen kann ich. Achso, nein, die ist auch auf Synth... Ah! Die ist mit so einem Horn ausgestattet. Von diesen... Ihr wisst schon. Mehr kann ich leider nicht machen. Dann hole ich mir lieber seine Waffe. Was auch immer der für eine Waffe hat. Gut, er hat... Guckt immer noch auf die andere Seite, das ist meine Chance. Oh, Headshot für Headshot hier. Oh nein, er kommt rüber. Hier bin ich. Kuckuck. Spiel ich ein bisschen Katz und Maus mit ihm. Nope, du kriegst mich nicht. Okay, komm her, na? Hä? Shit. Oh, shit. Aufpassen, der beschießt wirklich brutals. Ja, komm her. Haha, Treffer. Aber ich müsste das wirklich mal verstärken. Na, doch nicht mit der Rotonete, nein. Auch nicht mit den Geflügel. Hm. Probieren wir es mal mit einem... Aber ich kriege Horn. Das versteckt man ganz schön. Oh shit. Muss aufpassen. Ah! Dass er das nicht gekillt hat? Oh. Oh shit. So. Ah, der ist echt zäh, der Burschi. Der benutzt nur noch eine Route. Und das wär's. Ein weiterer Bogen. So, die Truhe ist frei. Und danke für das Holz. Oh. So, ich habe ja noch einige Pfeile verschossen. Ich hoffe, die finde ich auch hier noch irgendwo. Jede Menge Pfeile. Ja, da liegt einer. Gut. Mehr brauche ich nicht. Huf! Das war schon wieder haarscharf. Ich wollte sie mit Stealth Kills überraschen, aber hat leider nicht geklappt. Oh, ein Hopal. Ja gut, ich nehme halt noch eine Route, die kann ich auch noch irgendwie mit irgendwas verstärken, ne? Schwert mit Route? Robert, was? What? Oh! What? Also das ist... cool. Gut, ich bleibe jetzt bei meiner Axt erstmals. Ja, nice one. Also... das ist schon genial. Aber nach wie vor... nach wie vor ist der Schrein immer noch zu weit entfernt. Bis dass wir da hinkommen. Und wir haben noch einiges zu tun. Vor allem hier diese Höhle möchte ich untersuchen. Wir könnten sogar eine Lore nehmen dafür. Könnten da eine Lorenfahrt bestreiten. Aber ich gehe erstmals hier zu Fuß rein in die Minenhöhle. Und sammle hier das ganze Zeug. Hier gibt es lauter Leuchtsamen. Moment.
Oh. Warte mal. Der Leuchtturm könnte ich doch nutzen, um hier durchzuleuchten, ne? Für irgendwas müssen die ja gut sein. Zeig mal. Ich könnte mit den Minenwagen hier durchfahren. Aber ist das eine gute Idee? Wir sind zu weit unten, finde ich, ist es. So, so passt das schon besser. Wenn nicht, dass das dann hier streift mit den ganzen. So. Dann fahren wir mal los, würde ich sagen, ne? Oh mein Gott, das geht ein bisschen schnell. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Oh. Material werfen. Wähle Mathe. Wurf. Entwurfhaltung. So. Ah. Ah. Oh, das ist praktisch. Deswegen gibt es auch hier so viele Leuchtsamen. Na, immerhin. Aber wow, das war echt schnell. Ja, den Riesenleuchtsamen sicher nicht. Ah, so ist es doch schon viel besser. Gibt aber nichts wirklich Interessantes hier. Aber ja, war mal eine kleine lustige Lorenfahrt hier. Kann man die eigentlich wieder einsammeln? Nope. Die bleiben so. Ja, und hier ist Endstation. Es sei denn... Nein, kann ich leider nicht. Oh, hallo? Guten Tag. Jetzt auf Fensterreiz in anderen Höhen. Falls du zum Bergwerksstollen vorwagen willst, brauchst du Licht. Hast du genug Leuchtsam bei dir? Klar doch. So ein Glück, ohne Licht wirst du dort drin nämlich dich sehen können. Fahr mit Leuchtsam, wa? In den dunklen Höhlen, wie etwa auch in dieser hier, zumindest theoretisch. Denn da die Höhle so dunkel ist, haben meine Artgenossen bereits fast alle in dieser wundersamen Früchte geerntet. Da aber hier und erinnere jeden daran, die Höhle keinesfalls ohne einen Vorrat an Leuchtsam zu betreten. Wenn du weitergehen willst, sorge für Licht und pass auf, wo du hintrittst. Okay, es geht also noch weiter rein in die Finsternis. Tja. Leuchten wir einer hier. Oh, haben wir den Bereich schon mal etwas mehr übersichtlich. Ich frage mich, wie lange die Leuchtsamen eigentlich bleiben. Oh, ist wieder etwas heller. Hm. Steinwurzel. Handachs wird er wahrscheinlich doch ein bisschen besser. So, jetzt war. Oh. Ein Sonanium? Oh, das scheint ein besonderes Gegenstand zu sein. Ein vielfach nützliches Gestein, das dem einst Energie gewonnen wurde und das man zu Waffen und Rüstungen verarbeitet. Oh. Na, das klingt interessant. Oh, davon gibt es anscheinend noch mehr. Das ist ein einfacher Stock. Uh-oh. Was war das? Moment, ist wieder so ein Frosch? So. Da haben wir noch mehr Stück davon. Wenn man das hier so in Übermaßen findet... Muss das einen Grund haben? Muss dann, braucht man da bestimmt viele davon, um die zu guter Rüstung zu verarbeiten.
Oh, eine Sonau-Energiesphäre. Material, das unter deinen Konstrukten als Energiequelle diente. Mit deiner Hilfe kannst du etwas Energie wiederherstellen. Ja, schon ganz klar. Guck sie sich einer an. Wir haben schon 19 Stück davon zusammengekriegt. Die werden sicher ihren einen guten Zweck erfüllen, schätze ich mal. Ich werde auch den Ast mal mit einem Felsen hier kombinieren. Ein Ausdauerschrecker hat darin darunter gesteckt. Gut, dass ich sie noch gekriegt habe, bevor sie weggeflogen ist. Oh, es wird immer finsterer. Bist du Freund oder Feind? Seid ihr alle Freunde oder Feinde hier? Sie sind alle Freunde, alles klar. Oh, da gibt's noch mehr zum Abbauen hier. Wie geil ist das denn? Oh Mann. Was ist das denn? Moment, ist das hier... Oh! Kann man damit das Ganze hier schmieden? Ist das eine Schmiede dafür? Das wäre so geil. Oh, da ist doch... Was? Wie viel ist denn da noch? So. Heilige Scheiße! Mann, ich habe da schon einen richtigen Haufen zusammenbekommen. Puh! Selbst diese Höhle war einst reich an natürlichen Ressourcen, doch diese werden rarer und rarer. Eigentlich benötige ich hierfür meine Pflicht zu erfüllen, doch leider scheint keine Unterstützung einzutreffen. Daher verdoppe ich meine Mühen. Ich schürfe und haue Gestein so einzig, wie ich nur kann. So? Besser? Warum nur Hilfe eintreffen? Hier? Es ist doch schon Hilfe da. Oh, eine weitere Lorenfahrt hier. Oh, was ist das? Ich bitte Freunde, die Finger davon zu lassen. Was ist das? Ist es möglich, dass du vergessen hast, Kapseln mitzubringen? Kapseln? Ist euer Sorgen, indem ich... Oh! Ja, wir haben eine Kapselmaschine oben gesehen. Also nehme ich, dass du sie vergessen hast oder sogar welches, dass du sie gar nicht kennst. Kapseln sind handlich verpackte Sonarbauteile für unterwegs, leicht zu transportieren und alles ist praktisch. Da du keine beide hast, Chance, gebe ich dir so meinen Vorrat ab. Drei Ventilatoren bei diesem Sonarbauteil erzeugt der Propeller in Gehäuse Wind. Die Sonar sollen Ventilatoren zum Transport von Objekten und Fettbewegung genutzt werden. Oh. Hat sich dabei ein Ventilator und du kannst sie jederzeit einsetzen, wenn du sie schlägst, pusten sie los. So eine Bauteile sind ausgesprochen natürlich in großer Vielfalt vorhanden. Ich habe darum immer welche dabei. Leider vergesse ich, wer viele sie mitzunehmen. Deshalb halte ich immer zu nach Nachschub Ausschau. Die Kapseln, die ich gegeben habe, waren aber mein letzten. Bitte pass gut darauf auf und verliere sie nicht. Beachte bitte unbedingt, dass du Kapseln nach der Entnahme aus der Tasche nicht in sie zurücklegen kannst. Oh. Okay, danke für den Tipp. Gut zu wissen. Ja gut, wir haben ja alles abgebaut. Und ja, hier könnten wir zum Beispiel einen Ventilator gebrauchen, um hier rauszufahren. Wo es dahin geht. Aber gut, wir nutzen jetzt erstmal hier die Gelegenheit und checken hier diese Schmiede aus. Möglicherweise können wir das Abgebaute jetzt hier nutzen, um daraus was Feines zu erschaffen. Verzeihung, ich war ganz tief in die Verarbeitung von Sonanium. Sonanium? Oh, davon hast du noch nicht gehört. Die bei besalten Sonanium hat es sich um ein besonderes Erz, das in den Tiefen des Landes abgebaut werden kann. Auch auf dieser Insel lässt sich wenig davon zutage fördern, jedoch nur in dieser Höhle. Unsere Zivilisation geht die, indem sie diese Ressource verarbeitet und daraus weitere Materialien herstellte. Wie jetzt verarbeiten? Bei der Verarbeitung wird Sonanium in den Ofen geschmolzen und so hat diverse Materialien verarbeitet. Zufälligerweise steht Ladung solcher Materialien gerade cool. Jetzt wurde vollendet und bitte warte einen Moment. Okay. Und was macht man daraus Feines? Vielen Dank für deine Gute, um mir zu erklären, welche Materialien hier gewonnen werden. Die Sonne-Energiesphäre, die den Sonau-Energien
zunächst als Energiequelle. Und dann hätten wir noch so einen Energiekristall, dieser enthält Energie in gearteter Form. Wir arbeiten bitte also aus so einem Material mit anderen Eigenschaften herzustellen. So ein Energiekristall? So eine Kriegeseinheiten, so eine Energie in gearteter Form finden vorwiegend Anwendungen als Material zur Erstellung von Batterien. Oh. Danke. Hört sich von mir gewonnen, Materialien findest du da im Regal. Bitte sieh dich um. In welchem Regal? Das ist so nah an das zu anderen Material verarbeiten möchte. Ich kann leider nichts überlassen. Wenn du das gewonnene Material ausbist, sieh dich bitte dort im Regal um. Meint er hier? Oh. Ah, dafür. Das ist als. Das wird hier als. Oh, da liegt da noch so eins. Ich habe noch eins übersehen. What the hell? Aber die dienen praktisch als Währung. Damit kann ich mir hier so eine Energiezellen kaufen. Wie viel kostet mich alles davon? 30 Stück. Ja, ich kann mir alles damit leisten. Abgemacht. Vielen Dank. Lass uns dann später wieder verarbeiten. Lass mal rein, wenn du das kommst, wie das bei der Verarbeitungsprozess abgeschlossen ist. Nice one. Habe ich eine Waffe mit... ich soll das kombinieren möchte? Nein, aktuell nicht. Aktuell passt es so, wie es ist. Na schön, dann nutzen wir jetzt die Gelegenheit ab. Den nächsten Part, dass wir mit der Lore da nach draußen fahren. Möglicherweise landen wir dort, wo es diese Kapseln gibt. Und wir kommen dann hoffentlich den Schrein auch immer näher. Und ja, wie immer geht, wenn es gefallen, wusste dieses Bestimmung ist eins. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Ja, da haben wir wieder eine schöne Entdeckung gemacht hier. Diese Minen hier. Und dann siehst du beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat dann wieder mit dabei. Es ist gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush wurde wir geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Tears of the Kingdom. Also viel Sehen und tschüss, Leutchen!